In Fortsetzung zum letzten Video schauen wir uns in dieser Folge die Behauptung der Justizminister an. Ist die Justiz wirklich durch das Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes kurzfristig zum 1.4. überlastet? Wir schauen uns die Zahlen an und eine Einschätzung von diversen Experten. Weitere Themen: Rückmeldung von Grüne Landesfraktion Schleswig-Holstein und Thüringen. Aktueller Zählstand, Bundesratsstimmen für Vermittlungsausschuss. Sowie der 45. Strafverteidigertag fordert das Ende der Cannabis-Gesetz-Blockadehaltung der Länder. Mit freundlicher Unterstützung von bio-gartmeld.de, euer Onlineshop für organische Dünger, Zusätze, Substrate und Zubehör. Wie im letzten Video schon berechnet, haben wir also die Zahlengrundlage wie folgt. 300.000 Fälle maximal laut Schätzung des Richterbundes geteilt durch 5.500 Staatsanwälte in Deutschland macht ca. 55 Fälle pro Staatsanwalt zu prüfen. Laut Richterbund bedarf es dabei je Fall durchschnittlich rund eine Stunde Prüfaufwand, bei maximal in der Rechnung beinhaltend 8 Stunden Tagesarbeitszeit. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft bräuchten rund 7 volle Arbeitstage, um die Prüfungen der durch das Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes betroffenen Fälle umzusetzen. Ist das unmöglich? Bezogen auf die Gesamtanzahl an Straftaten zu sehen, wie hier in der Einblendung, bei über 3 Millionen ist das also ein Anteil, der zu leisten ist. Vor allem, wenn man eben sagt, dass nicht jede Akte sofort zu prüfen ist. Da die Justiz ja noch weiterlaufen muss, sind diese 7 vollen Tage also gestreckt auf einen gewissen Zeitraum abzuarbeiten. Wenn man aber jetzt sagt, wie in der eingeblendeten Darstellung von den Gesamtstraftaten, sind also diese 300.000 Fälle, um die es maximal bundesweit gehen kann, dann also durchaus eine leistbare Zahl. Wenn man dann gegenrechnet, dass in dieser Zeitspanne der jetzt geforderten Verzögerung zeitgleich neue 90.000 Fälle dazukommen, langfristig tun sie sich damit also keinen Gefallen, wenn sie jetzt kurzfristig die Blockadehaltung aufrechterhalten und den Arbeitsaufwand verschieben, denn das Cannabis-Gesetz wird im Vermittlungsausschuss vielleicht dann komplett gekippt und es kommt dann eventuell vor der nächsten Wahl gar nicht mehr. Das Risiko dürfen wir nicht eingehen. Das sagen Justizexperten zur Behauptung der Justizminister. Hier Mario Kroschewski, ein Strafverteidiger auf Twitter. Nachtgedanken. Dann lasst uns mal über die Argumente reden, warum das Cannabis-Gesetz erst zum 1.10. kommen wird. Erstens. Die Staatsanwaltschaft ist unvorbereitet und schafft es nicht rechtzeitig. Korrekt. Müssen wir nicht drüber reden. Ich finde es immer wieder verwunderlich, wie jeder Staatsanwalt und jede Mitarbeiterin hier sagt, wir verfolgen das nicht mehr. Bei Kollegen quer durch die Republik aber 153 H-Einstellungen, Strafbefehle und Anklagen reinflattern. Kurz, es stimmt nicht. Daher auch die Umfrage letztens, aber warum auch immer, das 1.4. wäre nicht möglich. Was resultiert daraus? Kurz gesagt, nichts. Ich nehme zur Verdeutlichung den schlimmsten Fall. Konsument Gernepaff wurde in Süddeutschland zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Sagen wir, x Voreintragungen, Staatsanwalt ganz schnell schafft es nach 4 Monaten seinen Fall auf den Tisch zu kriegen, prüft die Akte und sagt, er muss raus. Was so dann geschieht? Hat ganz schnell sich strafbar gemacht? Bei vorsichtiger Überprüfung könnte es eine Freiheitsberaubung sein. Die würde aber Vorsatz voraussetzen. Wenn ganz schnell nicht bewusst sagt, ich behandle diese Fälle nicht bzw. nicht vorrangig, ist die Freiheitsberaubung somit nicht einschlägig. Was ist mit dem Strafentschädigungsgesetz? Absolut außerhalb der Komfortzone, aber natürlich kann es sein, dass Gernepaff entschädigt wird. Schließlich hätte er direkt entlassen werden müssen. Haftet hierfür der Staatsanwalt oder ein Mitarbeiter nun persönlich? Für gewöhnlich nein. Hier hilft ebenfalls außerhalb der Komfortzone schon ein Blick in Artikel 34 Grundgesetz. Der ermöglicht einen Rückgriff bei vorsätzlicher oder grob fahrlässigem Verhalten. Wenn die Staatsanwaltschaft einfach überarbeitet ist, halte ich das für Unsinn. Schließlich steht seit Jahren fest, wir brauchen mehr Personal. Durch die fehlenden Mittel lässt man die Staatsanwaltschaft sozusagen politisch ins Messer laufen. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit sind hier fernliegend. Das Schlimmste, was daher passiert, sind Entschädigungszahlungen an Menschen, welche zu Unrecht inhaftiert waren. Und dann seht ihr eben hier noch eingeblendet wie folgt den Text von Liebdeutschland aus der letzten Pressemitteilung. Link in alles in der Beschreibung. Das ist eben der Ausschnitt, in dem sie zusammenfassend argumentieren, warum sie eben sagen, dass die Argumentation vom NRW-Grünen-Minister Limbach, Justizminister, ebenso aus ihrer Sicht nicht richtig ist. Sie bezweifeln auf der einen Seite die Strafbarkeit des Handelns der Staatsanwaltschaften, sollten sie nicht fristgerecht oder nicht zeitnah oder in welchem Messensrahmen auch immer eben nicht zutage kommen mit der Aktenbearbeitung und dann vielleicht doch mal ein paar Wochen, Monate doch länger brauchen, als es vielleicht ja der ein oder andere gerne hätte. Ob dann Schadensersatzansprüche oder sogar Strafbarkeit oder sogar strafbare Handlungen zugrunde liegen, das ist nach ihrer Einschätzung so nicht gegeben. Zudem eben machen sie klar, dass sie sehen, dass es wohl nur ein Vorwand sei und eben hier auf jeden Fall durch eine Verschiebung eben das zusätzliche Risiko nochmal betont wird, dass das Gesetz gar nicht kommt und die Justiz damit einer langfristigen großen Entlastung im Bereich der Drogenkriminalität
durch eine evidenzbasierte Anpassung der Cannabispolitik und der Gesetze dazu eben entsprechend im Rahmen des Cannabisgesetzes hier dann vielleicht so gar nicht mehr kommt. Wenn die Entkriminalisierung somit also dann komplett gekippt wird, wäre das ein Riesenversagen auf allen Seiten. Das kann sich auch die Justiz aus ihrer Sicht so nicht leisten. Quasi. Im Rahmen der Schlussveranstaltung des 45. Strafverteidigertags fordert man das Ende der Cannabis-Gesetzblockadehaltung der Länder. Wie folgt der Text dazu? Der Strafverteidigertag hat immer wieder einen anderen Umgang mit Rausch- und Suchtmitteln und eine weitgehende Entkriminalisierung des Umgangs mit sogenannten Betäubungsmitteln gefordert. Das vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Gesetz geht aus Sicht des Strafverteidigertages daher bei weitem nicht weit genug. Es ist dennoch als ein erster Schritt und ein Versuch zu unterstützen, gegen die kontraproduktiven und sozialschädlichen Wirkungen der Kriminalisierung und des Umgangs mit Cannabisprodukten vorzugehen. Der Strafverteidigertag fordert daher die Länder auf, die angekündigte Blockade aufzugeben und dem Gesetz zuzustimmen. Wir haben also Strafverteidiger, wir haben Strafverfolger. Beide Seiten sagen durchaus als Experten, nein, es ist nicht richtig, was die Justizminister sagen. Und in den Verhältnismäßigkeiten der Gesamtzahlen sind eben diese vorgegebenen Überlastungsperspektiven so auch kaum nachvollziehbar. Kommen wir zum nächsten positiven Thema, und zwar positive Rückmeldungen von grünen Landesfraktionen aus Schleswig-Holstein und Thüringen zum Thema Anruf des Vermittlungsausschusses blockieren. Wir haben in den Rückmeldungen jetzt festgehalten, dass es auf jeden Fall hier wohl zur Ablehnung des Anrufs des Vermittlungsausschusses kommen wird im Bundesrat, denn sie haben sich ganz klar positioniert. Hier wird von der schleswig-holsteinerischen Seite nochmal ein Link platziert zu einem offiziellen Statement des Fraktionssprechers für Gesundheit dazu. Und da wird eben auch klar gesagt, dass sich die Grünen nicht für den Anruf des Vermittlungsausschusses einsetzen werden. Im Gegenteil, sie fordern eine schnelle Umsetzung des Cannabisgesetzes und sind somit gegen den Vermittlungsausschuss. Hier nochmal eingeblendet das offizielle Statement entsprechend dazu, der wichtigste Part davon. Wichtig ist, dass der Gesetzgebungsprozess jetzt nicht durch die Anrufung des Vermittlungsausschusses verzögert wird. Wir Grüne sind nicht dafür, den Vermittlungsausschuss zum Cannabisgesetz anzurufen. Nichtsdestotrotz muss die Bundesregierung nun gemeinsam mit den Ländern dafür Sorge tragen, dass Fragen und Unklarheiten hinsichtlich der Umsetzung in den nächsten Wochen geklärt werden, damit das Gesetz wie geplant zum 1. April in Kraft treten kann. Das ist meiner Meinung nach auch nur ein kleiner, schonender Hinweis auf die aus seiner Sicht teilweise berechtigten Sorgen der Justizminister, darunter eben auch sein grünen Kollege aus NRW. Das heißt also, er wird Parteikollege, das heißt also, er wird hier eben diese nicht komplett mit einem Statement in die Pfanne hauen wollen, und hier ist eben diese Art der vermittlerischen Formulierung mit eingebaut. Und hierzu sehen noch eine Antwort aus der Thüringer Fraktion der Grünen. Hier heißt es eben auch ganz klar, von Thüringer Seite aus werden wir der Anrufung des Vermittlungsausschusses und der damit zu erwartenden Verschiebung des Inkrafttretens entschieden entgegentreten und diese auch im Bundesrat nicht unterstützen. Die Amnestieregelung wird einen erhöhten Justizaufwand bedeuten. Das war jedoch seit Monaten abzusehen. Alleine deshalb jetzt das Inkrafttreten der Regelung zu verschieben und damit insgesamt in Frage zu stellen, ist falsch. Kommen wir nun zum für euch vielleicht am spannendsten und interessantesten Part des Videos, und zwar der Blick auf den aktuellen Zählstand rund um die Bundesratsstimmen für einen Anruf des Vermittlungsausschusses, Stand 3.3. Wir haben derzeit die Rückmeldung aus Bayern, dass es eben da ganz klar ist, dass hier gegen vorgegangen wird, also für den Vermittlungsausschuss mit Sichtbarkeit hier dargestellt im Haken. Aus Baden-Württemberg geht man derzeit noch fest davon aus, dass sie ebenfalls leider dafür stimmen werden, die Grünen, da man hier eben eine sehr große Nähe zur Union sieht, schon traditionell seit vielen Jahren unter Kretschmann. Es ist aber noch nicht zu 100% gesichert. Hier muss man prinzipiell noch abwarten, aber ich gehe mal jetzt davon aus und habe sie deshalb markiert. Also Baden-Württemberg und Bayern 12 Stimmen. Bei Berlin habe ich mir sagen lassen, sei man sich auch wohl aus Beobachterperspektive recht sicher, aber ich lasse es noch offen, denn ich habe selber persönlich dazu noch zu wenig gelesen. Brandenburg lasse ich noch offen, Bremen lasse ich noch offen. Hamburg ist halt derzeit die Frage, ob man die Grünen in der jeweiligen Position noch kippen kann. Was ist denn derzeit, sind sie offiziell, ja, zumindest aus Sicht der Justizministerin dafür, und das Framing, was derzeit von einer grünen Fraktionszugehörigen da passiert, im Sinne von die Handverband, E-Mail-Aktion und andere seien Hate-Mails. Dabei ist eben der Text bei allen Aktionen, die mir vorliegen, sowohl vom Handverband, von rolling-stone.de oder anderen, eben nicht auf nur ansatzweise beleidigend, framend oder sonstig kontraproduktiv formuliert. Es ist ein sachlicher Dialog und Austausch von Wählern an ihre Regierenden auf Landes- wie Bundesebene bei anderen E-Mail-Aktionen schon. Es ist vollkommen legitim. Wenn sich Einzelne dort runtermischen, die meinen, dann diese Aktionen missbrauchen zu müssen, ich distanziere mich davon ganz klar. Und ja, die Texte sind bekannt, die Vorlagen werden in der Regel auch so weitgehend benutzt. Es ist also
Blanco Hohn hier aus grünen Perspektive diese gesamte breite Vertretung der Interessenten, die sich eben jetzt zu Wort melden, damit über einen Kamm zu scheren. Beim Thema Hessen ist man sich wohl sicher, da wohl in den letzten Tagen auch da zunehmend die Justizminister und Innenminister generell Probleme zeigten. Mecklenburg-Vorpommern, die Justizministerin ist eine Linke, sie ist zwar offiziell dagegen und hat auch schon die linken Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, hat zwar, meine ich, auch schon 2022 gegen die Erhöhung einer geringen Menge gestimmt. Es kann aber trotzdem passieren, dass aufgrund des Drucks, weil eben auch im Bundestag die Bundesfraktion dafür gestimmt hat, hier eventuell noch ein Ja bzw. ein Nein, so rum besser gesagt, zur Anrufung des Vermittlungsausschusses passiert und sich damit Mecklenburg-Vorpommern noch enthält. Niedersachsen müssen wir wohl leider aktuell ebenfalls für den Vermittlungsausschuss unterstützen, des Bundesland zählen, damit weitere 6 Stimmen. Dann sind wir hier bereits bei 17 plus 6 sind 23. NRW haben wir leider auch schon gehört, ist wohl recht sicher. Haben auch die Rückendeckung sowohl der NRW-Grünen, sowohl wie auch eben der Landesfraktion selbst. Sind also 23 plus 6, 29. Und auf die anderen Bundesländer blicke ich jetzt noch nicht, weil hier eben noch keine Bestätigungen da sind. Es wird aber auf jeden Fall knapp. Und weil es knapp wird, kann ich nun wieder dazu aufrufen, nutzt eure Kommunikationsmöglichkeiten per Brief, per E-Mail. Nur E-Mail ist derzeit in manchen Fraktionsbereichen schon überlastet, also kommt nicht mehr an. Oder eben, wie schon gesagt, per Brief, weil die Briefe kommen an. Wenn ihr dann auch noch per Einschreiben Verfolgbarkeit habt oder wie auch immer, dann könnt ihr sicher sein, es wird zumindest händisch sortiert und fällt deutlich mehr ins Gewicht als eine E-Mail, die schon gar nicht mehr durchgeht. Hier nochmal der Verweis auf die aktuell laufende E-Mail-Aktion von rolling-stone.de. Diese geht an die Landesfraktion, Thema Vermittlungsausschuss verhindern. Es gibt jetzt ein Update mit Erweiterungen sowie Textvorlagen und Adresslisten an die SPD- und FDP-Landesfraktion. Danke an den Textspender sowie an die Vorgaben für die Adresslisten. Deinerseits vielen Dank für die Mitarbeit hier nochmals offiziell und ja, ihr findet das alles aktualisiert auf der entsprechenden Seite, verlinkt in der Videobeschreibung sowie in den Kommentaren zu sehen. Über ein Like sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Wenn du nichts weiter verpassen willst, auch die Glocke aktivieren nicht vergessen. Schaut auch vorbei auf bio-gartenbit.de und rolling-stone.de.